So, meine Lieben, hier bin ich jetzt nochmal und zwar mit meinem Smartphone. Ich habe hier das gleiche wie am Computer das auch so hier gemacht. Ich bin halt ganz normal in der Einstellung gegangen, wo ihr dann halt im Bereich Blockade oder Blockieren gehen könnt. Und dann, oh, jetzt wird es ein bisschen dunkel, mal ein bisschen heller machen. Und hier habe ich schon auch wieder ein bisschen rumgemacht, ne? Einfach Facebook, Fatzebook eintippen, Lupe. Und hier habt ihr schon wieder die Facebook Securities, die natürlich halt nicht nach euch spionieren, aber spionieren könnten. Von hinten vielleicht herum. Und einfach blockieren, wie ihr nur könnt. Das, was ihr blockieren könnt, blockiert ihr einfach mit dem Smartphone. Und wenn was nicht geht, dann müsst ihr dann halt anhand durch den Computer oder mit einem Laptop Abhilfe euch verschaffen. Ja, also ich mache das normalerweise einmal im Monat, um die natürlich ein bisschen halt das so zu beruhigen. Ja, aber man kann es eigentlich auch jeden Tag machen oder jeden Monat oder jede Woche, keine Ahnung. Ist jeden halt damit halt. Ne? So, jetzt ist alles leer. Und hier ist natürlich dann die Liste ziemlich arg jetzt voll, wo ich heute die ganzen Facebook-Securities alle blockiert habe. Und sogar diejenigen, die nach mir richtig real spioniert haben. Im Auftrag von Facebook Mike Zuckerberg. Also ich möchte da jetzt halt nicht reingehen nochmal, ja, weil sonst habe ich 30 Tage keine Möglichkeit, die nochmal halt zu blockieren. Hier kann ich jetzt zum Beispiel eintragen, Facebook Security. Machen wir mal Personen. Ah, das sind noch weitere. Das ist ja klar, logisch, ne? War mir ja klar. Könnt ihr auch machen. Könnt ihr auch hier nochmal blockieren. Dann geht ihr auf diesen drei Punkte und oben dann unten im Bereich blockieren. Ja, alles zack, 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 zack. Und dann hoffentlich seid ihr die dann auch dann befreit. Fatzebook, Facebook, Security. Am besten Personen. Auf Personen klicken, gucken, wie der hier zum Beispiel. Ja, hier wieder eine Waffe, das ist ja logisch, war ja klar. Gleich blockieren, blockieren. Ja, und das immer und immer wieder machen. Also Facebook, okay, Personen und dann hier. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, weil irgendwie dann die Seite von diesen Facebook Security euch ein bisschen so Unsicherheiten halt vorweist. Moment, jetzt muss ich mal nachdenken. Personen. So. Könnt ihr auch erstmal gucken, ne? Oh je, yeah, das sind aber ganz schön viele. Uiuiui. Ja, da habt ihr viel Arbeit. Egal, meine Lieben. Ich mache jetzt gleich mal Schluss. Viel Spaß beim Blockieren und keine Macht der Kriminalität in Cyberkriminalität. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis dann.